Hey Leute, was geht? Hier ist euer Landi HD wieder und heute machen wir mit Part 5 weiter. Ich konnte ihn gestern leider nicht machen, weil ich Besuch hatte von meinen Freunden. Und dann wollen wir mal anfangen. Wir sind da zuletzt stehen geblieben, als wir Alex Rains zum Leben erweckt haben wieder. So, sind wir stehen geblieben. Mal sehen, wie diesmal Part 5 wird. Keine Sorge, wir werden euch den Weg weisen. Jetzt soll sie versuchen aufzuschälen. Oh, oh. Wow. Ey. Ich weiß nicht, was ihr habt, aber ich habe wohl Glück, noch hier zu sein. Kommt nur, ich will euch den Weg nach White Forest zeigen. Hallo, ich bin der Du, ey. Komm schon, Gordon. Ja. Pistis. Viel Glück da draußen. Okay, Freeman, fass dich an. Ich fass mich mal an. Ich fass mich an. Ich fass mich eher an. Und ich hebe ab. Ich hebe ab. Ich hebe ab. Ja. Ich versuch's mal. Denkst du? Das sollte Dr. Freeman schützen. Ja. Noch etwas steif, aber. Etwas steif. Oh. Wäscher. Den muss jemand ziemlich ans Bein gepinkelt haben. Der Wächter ist erzeugt in unseren Raub gesetzt. Leckeres Apfelsaftextrakt. Hui! Ich bin auch ziemlich müde. Weil die Nacht auch ein paar Leute bei mir gepennt haben. Bei mir im Bett. Und zwei Kumpels. Ne, einer. Einer hat nur bei mir gepennt. Kiste verschmeißen. Gefangen. Sie sammeln und vereinen die verstreuten Kombinatoren. Meine Maus. Sie ziehen zielstrebig nach Norden. Norden? White Forest. Wir müssen vor ihnen da sein. Sicher. Nicht weit von hier sind Menschen mit einem Fahrzeug. Sie werden unsere Notlage verstehen. Worauf warten wir dann? Will noch was? Will noch was für deinen Saft? Hui! Ist hinten was? Was ist denn die Palette, die ich da hingeschmissen habe? So. Jetzt müssen wir einen ganz schönen Weg zurücklegen. Na, so lange sind auch wieder nicht. Ich höre einen Helikopter. Ah, da. Ja. Bewegt den fetten Arsch. Na komm. Bewegt der fette Arsch hier. Ich bin noch etwas schwach, aber ich schaffe es. Huhu! Uah, behindert. Sucht Schutz in der Nähe des Abwehrgeräts. Oh, ich glaube, ich rush jetzt hier durch. Ah ja. Yeah, Autofußball. Ah, hier liegt noch eine Kiste.
Das Löwen war. Wo? Och nö. Och nö. Verpiss dich. Auch noch zwei. Wollen die mich verarschen? Ich hab mir die Scheiße hier reingeritten. Mann! Hä? Na? Autsch. Ja, wo sind die anderen beiden Spasten? Die hocken wieder da rum. Oh, er ist das tot. Siehst du mich nicht, siehst du mich nicht. Nein, 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 nein. Ich hasse Löwenwachen. Da müssen wir so oft auch mal stark sein. Hm. Ich bin blöd. Saubere Arbeit, Koten. Koten. Dass ich nicht mehr helfen konnte. Ich schwäche noch ein wenig. Ja, ich auch gleich. Vor Wut. Gute Arbeit, Freeman. Oh. Freeman, sehr gut. Er hat diese Wachen geradezu niedergemäht. Vorwärts. Das gesuchte Fahrzeug befindet sich oben im Lager. Dann los! Landi Buffball, Landi Buffball, Landi Buffball. Mal hinten reingucken, was hinten drin ist. Nichts. Na kommt. Fahrstuhl gelangen wir direkt zum Fahrzeug. Oh. Oh. Ah, weiter geht's. Jetzt muss ich hier rein, Leiter hoch und erstmal speichern. Wo ist denn das letzte gespeichert? Ach ja, hier. Du bleibst da unten. Au! Na klar. Ist klar. Ich bin auch wieder so fett. Das juckt. Oh, nö. So, hier rein. Geht doch. Autsch. Da kommt rein. So, ein kurzer Cut, Leute. So, und weiter geht's. So, steigt jetzt mal den Fahrstuhl an, meine Leute. Danke, Korken. Achso, muss den Hebel betätigen. Hallo? Hallo? Na. Ah, ich komm. Ich war draus. Die Wachen sollten uns längst bemerkt haben. Die kommen
Stein sie gefunden haben? Diese Theorie ist durchaus plausibel. So. Und. Hier geht's. Oh, ich soll nie wieder müde Let's Plays aufnehmen. Oh, wie lange? Wenn Freunde da sind. Ungefähr 7 Stunden. Das reicht mir nicht. Was liegt da? MG. Ich klau mir alles. Alter, dieses Gemetzel hier. Erstmal nochmal speichern. Die Kombine haben sie gefunden. Aber es hat ihnen nichts Gutes gebracht. Kopfgraben haben sich auf. Und ich werde morgen wahrscheinlich zu Weihnachten auch noch ein Let's Play rausbringen, also Part 6. Werde ich noch rausbringen morgen. Wenn ich es schaffe. Naja, weil es wird halt ein schönes weihnachtliches Fest. Mit meiner Familie zusammen feiern. Mit Mama, Papa. Ich sehe das Auto und mein Bruder. Der andere ist leider nicht da. Oh, so ein langes Gerät. Will ich auch mal haben. Haben sie versucht zu fliehen, sind die doch nur bis zum Abgrund gekommen. Also wenn sie es rübergebracht haben, schaffen wir es vielleicht wieder auf diese Seite. Wir empfehlen Dr. Fleming für diese Aufgabe. Hey, mir geht schon viel besser. Dies würde nicht anhalten, wenn man sich in die Toxine da unten stürzte. Mach's kurz gucken, Option, das ist irgendwie so leise. Audio. So, weiter geht's. Wir werden Deckung von oben geben, während Dr. Freeman die Gefahren in der Schlucht umgeht. Meine Schlucht. Dieses montierte Gewehr wäre zum Beispiel nützlich. Dein Ärmchen fasziniert mich hier vorne immer noch. Das könnte wahrscheinlich der Penis sein hier vorne. Los, Freeman. Da könnten sogar Kleinwüchsige entstehen. Tja, Gordon. Jetzt liegt es an dir. Hier, ich schalte das Feld aus. Auch. Glück brauche ich nicht, ich schaff's auch so. Oh, Nase juckt. Hä? Ach so. Liegt hier hinten noch was? Nö. Hier konnte man ja nicht lang. Ja. Ey, was ist das denn? Boah. Alter, ich hätte das Vieh wäre doch tot. Bam, so fett bin ich, dass schon so eine Kiste kaputt geht. Jetzt. Autsch. Ja! Diagnostiziere automatische Medizinsysteme aktiviert. Morphin verabreicht. Oh. Oh. Geht doch.
Oh Gott, halt Maul. Nein. Oh, speichern. Wertvolle Munition ist wieder weg. So machen wir uns einfach jetzt einfach warten und warten. So, alle sind tot. So macht man's. So, wieder beide Tore. Ach, so, hier muss ich wieder zudrehen. So, ach, ich habe nicht mehr vier Schuss für die. Wow. Wow, die lebt so schnell noch. Mal hier runtergehen, hier gucken. Oh. Komm her, du. Leg dich nicht mit mir an. Du kleiner Krüppel. So. Ich ahne. Au. Der wirft eine Kiste nach mir. Ist ein Ding. Oh. Nicht mal zielen kann er. Ja, nein. So, wenn ich es jetzt noch schafft, bis hochzukommen zur Brücke, fahren wir heute noch Auto. Aber wie es aussieht, nicht. Ah! Oh. Ah, ja. Zwischen der Gedöse. Granatentimer? Was war das denn? Oh. Ach ja, wenn man die Stimmen von diesen Headcrab-Zombies rückwärts abspielt, dann kann man hören, wie die immer Help rufen. Das ist faszinierend. Das ist so ein Art wie Easter Egg. Oder auch, naja, ein creepy Easter Egg, um es so zu nehmen. Nimmst es quer, siehst du mehr. So. Da hinten ist Munition. So. Ab hier beende ich den Part 5. Und dann wünsche ich euch morgen schöne Weihnachten und dann noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Haut rein! Yeah!